Ganz im Sinn von dem Spruch Think Design, not Code, begrüße ich euch zu meinem Tutorial zum Programm Muse von Adobe. Das ist ein Programm zum Erstellen von Websites ganz ohne HTML oder CSS-Kenntnis. Auf der Homepage von Adobe hat es ganz viele verschiedene Beispiele, was man mit dem Programm kann machen kann. Zum Beispiel das hier, schon etwas Kreatives. Ich möchte euch aber ganz einfache Sachen zeigen und habe das mal vorbereitet. Nämlich, wie man ein Menü erstellen kann mit Rollover-Buttons, wie man einen Leuchtkasten einbinden, zum Fotos anzeigen. Das sieht jetzt ein bisschen verspielt aus. Was es für andere Tools gibt, wie zum Beispiel Registerkarte oder Akkordeon. Und wie man HTML-Tags kann einbinden, wenn man einen HTML-Code hat. Adobe Muse ist als Beta-Version gratis auf der Homepage von Adobe oder zum Beispiel Chip online downloadbar. Nach der Installation und nach dem Aufstarten erscheint das Fenster, wo wir eine neue Seite erstellen können. Hier kann man die Spaltenzahl, die Spaltenbreite, alles individuell einstellen. Ich würde das aber so lassen, weil die Einstellungen eigentlich gut sind, und mit OK bestätigen. Dann kommen wir ins Planungsfenster. Da wird definiert, was für ein Design, was für ein Layout alle Unterseiten sollen haben. Und zwar da bei der A-Musterseite. Und da oben sind die verschiedenen Unterseiten. In der Entwurfsansicht kann man das dann, kann man jede einzelne Seite gestalten. Und immer mit der Vorschau schauen, wie es aussieht. Und am Schluss, wenn man fertig ist, kann man auf Veröffentlichung drücken. Dann kommt man auf den Partner-Homepage von Adobe, nämlich Adobe Business Catalyst. Platz auf dem Webserver über und kann für 30 Tage seine Homepage testen. Fangen wir also an mit der Planung von unserer Homepage. Und zwar analog zu der Digest-Seite habe ich mir überlegt, dass ich die Kategorien Think Tank, Coffee and Cigarettes rausnehme und einen kleinen Beschrieb mache dazu, plus eine Home-Unterseite. Die erstelle ich, indem ich da auf das Plus klicke. Das kann ich benennen mit Think Tank. Das nächste ist Coffee and Cigarettes. Und zum Schluss noch eine Erklärung, was Digest eigentlich ist. About Digest. Jetzt würde ich, dass alle Seiten den gleichen Hintergrund haben und das Menü einbinden. Dazu klicke ich auf A-Musterseite. Um den Bereich hier hinten füllen, der jetzt grau ist, einfach auf Browserfüllung. Dann könnt man hier eine Farbe wählen oder ein Bild. Ich habe jetzt ein Bild vorbereitet und ich möchte laden. Zack, das Bild ist geladen und wird auf allen Seiten übernommen. Als nächstes binden wir gerade das Menü ein. Dazu gibt es hier unten rechts die sogenannte Widgets-Bibliothek. Einmal draufklicken. Da kommen da verschiedene Auswahlmöglichkeiten und besonders Menüs. Ich bevorzuge jeweils das Balkenmenü. Einfach hier überziehen, gehen lassen. Und dann erscheinen da bereits die Unterseiten, die wir vorher definiert haben. Jetzt setze ich in die Breite. Dank intelligenter Hilfslinie weiss ich immer, wenn ich am Rand draussen bin. Und weil das jetzt noch ein bisschen trocken und langweilig aussieht, möchte ich euch gerade zeigen, wie man Rollover-Buttons daraus machen kann. Dazu einfach den Bereich anwählen. Da unten rechts auf Status. Und dann erscheinen vier Möglichkeiten, nämlich normal, Rollover, Maustaste gedrückt und aktiv. Fangen wir also an, die Buttons zu gestalten. Zuerst mit Normal. Und zwar wählen wir hier im Verlauf ein tiefes Dunkelblau. Von dem nehmen wir die Deckkraft noch ein bisschen weg. Dann sieht es so aus. Jetzt holen wir noch ein bisschen mehr schwarz ins Bild. Das nehmen wir jetzt mal so. Der Rollover-Button wird einfarbig. Und damit es auffällig in Seite ist, machen wir den so. Maustaste gedrückt, das ist währenddem man den Knopf drückt. Machen wir auch so eine knallige Farbe. Türkis.
Und für aktiv, wenn das jeweilige Untermenü geöffnet ist, wählen wir Einfachheit halber einfarbig und die Farbe von unserem Studiengang, nämlich Magenta. Können wir wieder schauen bei der Planungsseite und das wird auf allen Seiten übernommen. Ihr könnt es einmal in der Vorschau jetzt testen, das Menü. Wenn man drüber fährt, wird es blau. Wenn man den Maus drückt, türkis. Wenn man es loslässt, magenta. Am besten fangen wir jetzt gerade an, die einzelnen Unterseiten zu gestalten bzw. Inhalte zu erstellen. Gehen nochmal zurück auf die Planungsseite und öffne jetzt die Home-Unterseite. Man sieht, es ist aktiv. Da möchte ich beschreiben, was ich in dem Tutorial eigentlich mache. Dazu kopiere ich den Text, den ich schon vorbereitet habe. Nutze das Textwerkzeug von da oben und ziehe mir ein schönes Feld und drücke Ctrl-V. Jetzt tue ich das Ganze noch ein schöner gestalten, weil ich finde die Schrift grausam und es sieht nur noch nichts aus. Dazu einmal da reinklicken, alles auswählen, einmitteln. Machen wir es gerade noch kursiv. Das ist vorher mal rot gewesen. Da oben die Farbe wählen. Dann haben wir da vorher ein Bildchen gehabt mit dem Logo von Adobe Muse. Da kann man wie zum Beispiel im InDesign mit Ctrl-D den Import öffnen. Muse Logo. Und dann, wenn man drückt, wenn man einmal drückt, öffnet es das Bild in Originalgröße. Und wenn man es aber einfach so zieht, dann rechnet es gerade in ein geeignetes Webformat um und das Seitenverhältnis bleibt schön gleich. Dann kann man es einfach gehen lassen. So. Ich ändere jetzt nur die Schriftart und doppelklicke das Ganze. Macht es möglich, den Text zu bearbeiten. Ich finde, Futura ist eine geeignete Schrift für die Seite. Das da oben auf Fett. Und etwas grösser. Ich ziehe das Bild mit dem Auswahlwerkzeug etwas weiter runter. Schaue es mal in der Vorschau an. Und lade das so gerade mal als erstes. Ich möchte jetzt die Schriftart auch noch im Menü anpassen. Dazu muss ich wieder zurück auf meine A-Musterseite, wo wir das Menü erstellt haben. Da wieder mit dem Doppelklick 3 macht es möglich, den Text zu bearbeiten. Wähle da auch Futura. Und ich finde, das sieht damals noch gut aus, wenn man das ein bisschen auseinanderzieht. Sehr gut. Als nächstes gehen wir auf die Unterseite Think Tank. Dort möchten wir einen Leuchtkasten einbauen zum Fötterchen anschauen. Ich mache einen Doppelklick und bin im Untermenü Think Tank. In der Widgets-Bibliothek unter Dia-Shows gibt es den sogenannten Leuchtkasten, den ich sehr geeignet finde zum Fötterchen im Internet anschauen. Ich ziehe den einfach da rüber und lasse ihn wieder fallen. Dann kommt der Kasten mit drei Fötterchen. Und ich kann das jetzt platzieren, wo ich will. Ich halte es für sinnvoll, die Vorschau links anzutun. Ich kann die auch in die mögliche Form bringen, die ich will. Das platziere ich jetzt möglichst in die Mitte. So. Und weil die Fotos nichts mit mir zu tun haben und mich nicht interessieren, wähle ich da meine eigenen. Wieder mit Ctrl-D. Ich wähle gerade die Fotos von meinem ersten Digest-Tag. Ich wähle jetzt mal beliebiges Paar aus. Und da kommen wieder die Fotos beim Mauszeiger. Und damit ich, wenn ich jetzt da würde, einfach noch einmal klicken, dann würde das Programm nicht merken, dass ich das eigentlich als Vorschau da möchte. Ich muss einen Doppelklick auf eins von den bereits bestehenden Fotos machen. Und dann übernimmt es es schön. Zack. Ich wähle die noch an, die ich nicht will. Delete. Und so habe ich das jetzt da. Als nächstes verbessern wir das Aussehen von dem, was wir bis jetzt schon ein bisschen haben. Und zwar gehen wir da dazu wieder auf A-Musterseite, weil mich stört der weiße Hintergrund, der gefällt mir nicht, den möchte ich weg haben. Oder ein bisschen transparenter. Dazu einfach einmal reinklicken, dann seht ihr da rechts Deckkraft, die verringern wir auf 50%
Und der schwarze Rand da der stört mich auch. Den möchte ich weg haben. Darum da oben bei Kontur drauf und ohne. Kurz anschauen in der Vorschau. Sieht schon ein bisschen besser aus. Ich finde es immer noch etwas fest weiss. Ich gehe mal auf 30%. So. Dann übernimmt es mir das natürlich wieder auf allen Seiten. Home ist okay. Think Tank. Möchte ich, dass das Bild nicht in so einem Rahmen ist. Also nehme ich die graue Füllung da auch weg. Das mache ich da auch bei Farbfelder. Ebenfalls ohne. Und es ist verschwunden. Jetzt zum Zeigen, dass man im Web 2.0 angekommen ist, muss alles ein bisschen rund und schattiert sein. Dazu wähle ich das Bild aus und dann habe ich die Möglichkeit, da oben die Ecke abzurunden und über den Wert nebendran die Intensität erhöhen. Und so werden die Ecken langsam rund. Das ist jetzt schon fast drüber drüber. Ich mache mal 60. Zusätzlich möchte ich einen Schatten. Gerade eins weiter rechts bei Effekte einmal klicken. Dann hat man da verschiedene Möglichkeiten. Tiefen abgestuft und Schein. Wobei Tiefen da eigentlich Schatten ist. Einfach auf ein. Dann sieht man schon im Hintergrund, es hat einen schönen Schatten gegeben. Dann lassen wir jetzt mal schwarz und machen dann einfach ein bisschen grösser. Da könnte man noch den Winkel ändern. Und der Abstand. Das sind dann aber alles Spielereien. Damit man später auf der Homepage kann die Bilder weiterklicken, gibt es da unten ein extra Pfeil dafür, für vorwärts und rückwärts und einen jeweiligen Beschrieb zum Bild, wo man leicht übersieht, weil es da weiss ist noch. Darum ändern wir die Farbe jetzt gerade von weiss auf schwarz. Dazu einen Doppelklick in den Container rein, markieren und da oben die Farbe ändern. Und das genauso mit diesen Pfeilen da. Schon sind sie schwarz geworden. Jetzt kann man die besser platzieren, weil man es da unten leicht übersieht. Das dann nebenan. Und den jeweiligen Beschrieb zum Bild, da. Selbstverständlich könnte man auch das wieder abrunden und die Fläche füllen mit der Farbe, damit es so wie eine Sprechblase aussieht. Noch ganz lustig aussehen. Grün ist jetzt nicht so der Hit. Beschreibt das Bild gerade mal. Und zwar mit Rolltreppe, Bewegungs- und Schärfe. Es lohnt sich immer wieder mal einen Blick in die Vorschau zu werfen. Das kommt aber alles schon mal. Dann sieht man, dass es ein bisschen tief ist. Und da durchklicken, es funktioniert also. Da ist auch schon der Beschrieb drin. Ich könnte jetzt noch einen Schatten machen für die Box. Sehr gut, dann gehen wir weiter. Ich möchte euch ein neues Tool zeigen, nämlich die Registerkarte. Die Registerkarte ist eigentlich für die Unterseite Coffee and Cigarettes. Also öffne ich jetzt die und gehe wieder da oben in meine Bibliothek. Unter Bedienfelder kann ich wählen zwischen Akkordeon und Bedienfelder mit Registerkarten. Ich wähle jetzt Registerkarten und setze es da unten an. Mit einem Doppelklick kann ich da wieder reinschreiben. Nenne es jetzt einfach mal Coffee and Cigarettes. Dann kann ich das länger ziehen. Mache ich gerade die Deckkraft weg. Jetzt Digest wieder durchschimmert. Und ich könnte jetzt da natürlich auch ein Bild rein tun, ein Video rein tun, Informationen rein tun. Ich könnte es auch übertreiben und dann noch ein Akkordeon dazu machen. Ich schreibe jetzt aber einfach mal einen Text rein, nämlich mit dem Textwerkzeug. Ziehe mir da das Feld und schreibe, jetzt ist etwas schief gelaufen. Ich ziehe nochmal das Feld. Und schreibe Registerkarten sind cool. Ich teste es gerade wieder in der Vorschau, ob das schon wieder funktionieren soll. Registerkarten sind cool. Es funktioniert also. Als nächstes
möchte ich euch zeigen, wie man HTML-Tags einbinden kann. Das haben wir auf der Homepage, auf der Unterseite About Digest machen. Also öffne ich die Unterseite About Digest und habe gedacht, wir könnten die GIF-Animation von der eigentlichen Digest-Homepage einbinden. Dazu brauche ich den Seitenquelltext. Ich kann also einfach mit einem Rechtsklick den Text anschauen. Ich habe mir jetzt vorher schon rausgeschrieben, in welcher Zeile es steht. Darum bin ich da jetzt ein bisschen schneller. Das ist der Code von da unten, den wir brauchen. Ein Digest-Logo 2B GIF drin. Ich kopiere das einfach so raus. Ctrl, jetzt habe ich zu viel verwischt. Ctrl C. Wieder Muse öffnen. Wir sind auf der About Digest Unterseite. Dann beim Menüpunkt Objekt draufklicken. HTML einfügen. Dann geht das Fenster auf. Text hier ersetzen mit dem Code, den wir uns gerade kopiert haben. Mit OK bestätigen. Und siehe da, die Animation bewegt sich zwar jetzt da nicht, aber sie ist da. Wenn wir in die Vorschau gehen, es dreht. Jetzt möchte ich noch einen Beschreib hinzufügen, was Digest ist. Also nehme ich wieder das Textwerkzeug. Ziehen wir einen breiten Kasten. Land okay. Und hole mir dann einfach von der Homepage selber den Beschreib. Ctrl C, Doppelklick zum Text einfügen, Ctrl V und da ist er. Wir passen jetzt gerade wieder unsere Schriftart an, Futura, und haben eigentlich die Seite schon mal gestaltet.